Buongiorno. Hola und good morning. Happy Monday. Happy Fashion Week Day. Und willkommen zum neuen Vlog. Und richtig ist krass hier, aber hier haben wir Miriam. Ist auch da und ich habe mich spontan dazu entschieden zu vloggen. Heute ist nämlich Fashion Week. Miri ist zu Besuch in Berlin. Wir wissen nicht, was sie anziehen soll. Miri, welche Schuhe? Ich glaube, die rechte und die da. Ja. Ich wäre auch für die, weil ich glaube, die sehen auch bequemer aus. Miri hat ein Outfit, so ein Schlaghosen-Outfit mit einem Crop-Top. Ich bin mir aber gerade nicht sicher, ob ich es in Braun oder in Schwarz anziehen will. Also in Braun wäre es das glitzegleiche, nur in dieser Farbe. Und sie hat jetzt Schwarz an. Also ich würde sagen, stimmt. Ich glaube, eigentlich würde ich es braun machen, ehrlich gesagt. Mach doch eine Instagram-Umfrage. Wow, vielleicht mache ich das echt. Mach kurz, mach jetzt schnell. Ja, mein Handy, das würde weiß ich nicht. Du hast gerade ein Update gestartet. Ach so. Aus Versehen, ich wollte es wegdrücken. Und das kann aber Stunden dauern, das weißt du, oder? Weiß er. Meine ich ernst, ein Update kann teilweise Stunden dauern. Nee, es lädt ja jetzt schon hier. Ja, Mini. Also ich meine es ernst, mein Update braucht teilweise die ganze Zeit. Ich wollte es auch nicht machen. Naja, also ihr werdet auf jeden Fall erfahren, welches sie nimmt. Braun oder schwarz. Und ich werde euch natürlich auch noch mein Outfit zeigen, weil ich bin gerade noch im Schlafanzug. Und so bleibe ich natürlich nicht. Ich mache mich jetzt mal fertig. Das weiß ich nicht, ob ich jetzt braun oder schwarz anziehen soll. Naja, mal gucken, oder? Ja. Ich bin schon gerichtet. Wir mussten uns jetzt richtig beeilen. Es war wirklich hektisch. Ich habe jetzt eine Jeans an, so ein weißes Top und meine Haare so gerichtet. Und da hinten sind schon Anahita und Miri. Mussten wir uns ja gerade richtig beeilen. Wir warten aber jetzt auf unser Uber. Also jetzt haben wir es eigentlich gar nicht mehr so extrem eilig. Also ich habe mich jetzt übrigens für Schwarz entschieden. Miri hat sich für Schwarz entschieden. Anahita kann mal Hallo sagen. Hallo. Ja, ich auch. Es sieht auch richtig schön aus. Und ja, Miri hat sich für Schwarz entschieden. Eine Sekunde, bevor wir los sind. Genau. Hier seht ihr einmal an mir runter. Und jetzt warten wir aufs Uber. Müsste in 3 Minuten da sein. Wir sind angekommen. Mal ein paar Einblicke zeigen. Ich glaube, ich bin krass rangezoomt. Ja, natürlich. Ich habe komplett hingezoomt. Ich dachte mir schon, was ist da los? Also hier drin werden Schnelltests gemacht, damit jeder, der quasi auf der Fashion Week ist, einmal negativ getestet ist. Dann ist hier gerade dieser Vorbereich zum Warten. Und dann geht es da hinten rein. Ja, genau, da ist der Red Carpet. Da können wir noch schöne Bilder machen. Hier haben wir die anderen zwei. Und wir gehen jetzt auch gleich, glaube ich, mal rein, oder? Ich glaube, da kann man coole Bilder machen da drin. Wollen wir mal gucken? Mhm. Müssen wir Maske anziehen? Ja, ich glaube, wir müssen, glaube ich, keine Maske anziehen. Ich glaube schon. Wir haben es geschafft. Die Show ist zu Ende. Ich habe euch ja Mini-Eindrücke gezeigt, nicht viel. Ich habe nämlich über mein Handy gefilmt. Und jetzt haben wir. Oh, was? Mein Handy. Na toll. Handy wir sind jetzt mit dem Car to Go zu Choosery gefahren, werden da jetzt Mittagessen. Ich hab so Bock drauf. Was? Hier on camera. Insider. Die Insider-Sache. Die YouTube-Familie kannst du wissen. Nein, nein, nein. Warum? Weil. YouTube-Family. Wow. Miri hat einen Lover. Darf sie sagen, wer? Nein! Okay. Ich schau euch mal ganz kurz, warum ich die Choosery liebe. Weil hier sind überall Bananas. Überall. Und hier werden fresh alles gemacht. Und ich glaube, hier ist sogar alles. Hier ist alles Bio, oder? Alles Bio. Hier ist alles Bio. Aber auch ganz schön teuer, muss ich sagen. Guckt euch mal bitte, hier gibt es eine Dose für 35 Euro. Das muss man können, natürlich. Ein paar Sachen mitnehmen. Die Mädels gehen auch gut. Ich gehe jetzt schon mal raus. Wir haben viele Wespen hier. Die ganze Choosery ist voll mit Wespen. Aber ja, Anahita darf jetzt mal probieren. Du kennst aber die Bowl, glaube ich, jetzt eh schon, gell? Ja, ich habe schon aber du kannst gegessen. Trotzdem noch mal gerne Impression zeigen, weil die ist trotzdem crazy. Ich tue auch Test testen. Echt oder? Geil. Die ist einfach nur krass, die Bowl. Okay. Ja, ich will ein Topping essen. Schoko und ja. Erdnuss. Genau, ich würde auch jetzt noch was Müsligeres drauf machen, aber die Bowl ist krass. Wespen nerven aber, gell? Mhm.
Naja, guten Appetit. Wir gehen weiter. Anahita, ich habe mich nicht umgezogen. Ach so, stimmt, wir haben uns umgezogen. Ich habe jetzt einen Rock an. Sicher? Eine lange Hose? Es ist übel kalt draußen. Auf jeden Fall, Anahita ist heute das erste Mal ohne Max unterwegs. Also ihr Baby. Ihr Baby Max. Und sie ist ganz stolz drauf, dass der Jörg, ihr Mann, das gut hinbekommt. Ja, ich bin richtig, richtig proud of him. Richtig proud of him. Und wir gehen jetzt zum Kuhdamm. Ja, zum Kuhfischendamm. Zum Kuhfischendamm. Wir gehen noch ein bisschen zum Kuhdamm, den Kuhdamm unsicher machen. Wetter ist mal wieder, ich sag einfach gar nichts mehr. Wir sind in Berlin und es sollte reichen, glaube ich, als Punkt zu sagen. Ja. Anahita hat auch sehr schöne Extensions, wie ich hier sehe. Das nervt Jörg. Oh Mann, ist das peinlich. Aber das war bei mir auch immer so, als ich die Extensions hatte, dass die halt hinten so rausgebitzt haben. Ja, das sieht man und halt deshalb muss immer so ein bisschen ich der sagen, tiefer setzen. Ja. Die also, in der obersten Schicht mehr freilassen. Das genau. Ist ja super peinlich. Ich konnte immer erst so ab hier, der Höhe, weil bei mir hat man hier oben, ich habe ja hier, du hast es ja gar nicht, ich habe ja hier voll den krassen Wirbel. Und die hat mir mal genau hier ein Tape gesetzt. Dumm. Wirklich, aber auch hier ist man hat es immer gesehen. Wenn es halt dann so rausflugt, hot. Aber es war bei mir viel schlimmer als bei dir. Also wirklich, bei mir war das tausendmal mehr. Ich habe ja jetzt keine Tapes mehr drin. Ja, wir haben jetzt uns nochmal umgezogen, weil es kalt war. Man könnte ja meinen, es ist wärmer, aber es ist wirklich besser, weil ich habe jetzt keine hohen Schuhe mehr an. Weil die hohen Schuhe, die waren echt grausam in der Stadt. Okay, ich würde sagen, los. Soll ich was sagen? Was? Nicht vor der Kamera? Sag's! Nee. Hat's was mit... Es geht um den Lover. Nein, gar nicht! Das ist indirekt. Indirekt schon, aber... Okay, Miri, sag's jetzt. Jetzt die Kamera jetzt auf. Was? Jetzt, ich bin ja gestinkt. Nach? Dein Lover. Nee. Dann wäre es ja gut, ich stinkt. Ich glaube, ich habe sie wieder nicht gescheit getrocknet. Nach Kotze. Nee. Also wenn man Dings nicht wäscht, dann riecht die natürlich noch, als ob man reingebrochen hätte. Nicht wäscht, sondern ich momentan immer, wenn Max nicht vollspült. Und ich dachte, es riecht mir nicht so schlimm bei Babys, aber glaub mir, das stinkt echt. Boah, der Max, der ich weiß, dass Baby kotze stinkt. Ja, okay, los geht's. So, ich bin jetzt wieder zu Hause und ja, was soll ich sagen? Ich bin richtig traurig, dass Miri und Anahita jetzt gegangen sind. Die sind jetzt schon wieder auf dem Weg zum Flughafen. Der Tag heute verging wie im Flug. Es ist so krass, wie der Tag vergeht, wenn man mit seinen liebsten Menschen halt ist. Und ja, ich wäre so glücklich, wenn die in Berlin wohnen würden, wirklich. Es wäre so, so schön. Aber naja, sie wohnen nicht in Berlin. Dafür habe ich das Glück, dass ich ziemlich mobil bin mit meinem Job. Das muss ich einfach auch zugeben, dass ich ja wirklich mich sehr, sehr dankbar schätzen kann dafür, dass ich halt einen Job habe, bei dem ich einfach heute da sein kann, morgen da, übermorgen da und wir uns einfach oft sehen können. Das ist wirklich sehr, sehr schön und ich weiß auch, ich wohne ja in Berlin eigentlich wegen Maxi. Für Maxi ist es halt mit seinem Job einfach nicht so leicht. Trotzdem bin ich heute so wirklich so richtig so, oh, ich würde so gerne, dass sie länger bleiben könnten. Und der Tag heute, ja, also Fashion Week, voll geil. Was uns aber halt echt aufgefallen ist, ich mache mir gerade übrigens mein Dinner, ich zeige euch gleich was. Ich bin natürlich nicht so das... Ich bin aus Leidenschaft, wirklich leidenschaftlich hier auf Instagram und YouTube aktiv und Influencerin, wenn man das so nennen will. Ich liebe das, mit euch alles zu teilen. Aber ich gehöre natürlich, also ich bin nicht der Mensch, der jetzt da connected und da gesehen und gesehen werden. Und so ist es auch nicht. Die Fashion Week war alles toll, nur ich gehöre jetzt einfach nicht zu denen, die da so krass mit allen Leuten Best Friends sein will. Weil ich glaube, viele Leute machen das wirklich, um einfach zu connecten. Und man merkt auch ganz, ganz oft in so Influencer-Kreisen, dass dann halt man dann doch irgendwie, dass alles schon sehr oberflächlich sein kann. Unsere Show war geil. Ich bin sehr, sehr dankbar auch About You, dass ich die Einladung bekommen habe und dass ich hingehen durfte. Und ja, ich werde auf jeden Fall nächstes Jahr wieder dabei sein, würde ich sagen. Und dann haben wir noch den Tag über so ein bisschen gemeinsam verbracht. Ihr habt ja ein bisschen was mitbekommen. Wir waren gerade noch am Kudamm. Und die anderen, die sind jetzt wieder am Flughafen. Ich mache mir gerade Abendessen. Ich sage euch jetzt mal kurz, was. Für mich gibt es gerade mal Gemüse-Wraps, dann haben wir noch vom Inder, wir waren nämlich am Samstagabend beim Inder und ich habe noch ein bisschen Reste von meinem Kichererbsen, boah, ich weiß gar nicht, wie das Gericht hieß. Machen wir jetzt hier noch ein bisschen Gemüse dazu und dann werde ich jetzt noch Sauerkraut reinmachen, den Haferjoghurt mache ich so ein bisschen als Base, mache das rein, alles rein in meinen Wrap und dann ist das ein schönes Abendessen, ich denke, ich esse zwei davon. Ja, da freue ich mich jetzt drauf. Ich habe nämlich total Bock. Ich habe heute irgendwie so viel Süßes gegessen, dass ich einfach nur Gemüsemäßiges haben will. Nichts anderes.
Ich habe gestern nicht mehr zu Ende gebloggt, weil ich extremst müde war. Jetzt habe ich mich gerade hingesetzt mit meinen EAAs, Vivo Life of course. Ich glaube, unschwer zu erkennen ist das die bärige Sorte. Und wollte noch ganz kurz den Vlog beenden. Ich gehe morgen in Urlaub und ich muss noch packen und ich bin richtig fertig. Also die letzten Tage haben mich echt müdigkeitsmäßig gekillt, weil es anstrengend war. Ich habe total wenig geschlafen. Ich habe so viel Socializing betrieben und ihr wisst ja, ich bin nicht so die absolute Sozialschleuder, was das angeht. Ich bin ja dann schon gern auch mal ein bisschen Me-Time-mäßig drauf und das hatte ich die letzten Tage wirklich wenig. Deswegen ist es für mich tatsächlich wirklich ungewohnt. Aber nichtsdestotrotz war es sehr schön. Ich bin, wie sagt man immer, müde, aber glücklich. Ich bin müde, aber glücklich. Ja, naja, auf jeden Fall, ich wollte Tschüss sagen. Und wir sehen uns beim nächsten Vlog. Wenn nicht der Vlog total random, ich weiß. Aber wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann.